Und damit willkommen zur Folge 10 von Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir Radeburg angeschlossen. Mit dem wunderschönen Bahnhof hier. Und die Strecke von Königstein nach Iserlohn bis nach Burscheid verbunden. Und noch keine Busse raufgesetzt, das werde ich jetzt tun. Hier kommt dann eine größere Busstation hin. Da ist ja auch ein Bahnhof und kein Haltepunkt mehr. Werde ich nur gerade wie. Ich glaube, das werde ich dann hier so in die Ecke machen. So. Und dann noch Stationen hinbauen, dass der so einmal im Kreis fährt. Durch die Stadt. Dass hier etwa alles angeschlossen ist, fast. Kann man hier noch eine Station hinsetzen und das war's. So. Dann noch ein Busdepot hin, weil das letzte Busdepot ist da unten, da kann man mal wieder eins hinsetzen, das ist glaube ich ganz praktisch. Und die Straße kommt erstmal weg, weil da ist doch schon eine, das sieht auch nicht schön aus. So, dann mache ich das hier hin. Hier wird da wahrscheinlich eher alles bebaut werden irgendwann. Dann nehmen wir die goldene Zahl 5 Stück. Und packen die auf die Linie 1, die werde ich noch umbenennen, in Burscheid. Bus 1. Dazu müssen wir auch noch die hier umbenennen. So, jetzt passt es doch schon besser. Und hier brauchen wir auch noch eine Buslinie. Der hier dann einmal alles miteinander verbindet. Und hier kann man auch Busse von hier nehmen. 5 Stück. Und das heißt Stockach. So. Dann werden die Fahrgastzahlen wahrscheinlich auch etwas steigen. Hier ist es schon sehr viel gestiegen, das heißt, wir müssen hier mal entweder größere Züge oder mehr Züge draufsetzen. Oder beides. Ich werde erstmal schauen, was es hier überhaupt für Züge drauf gibt. Ja, hier sind noch die alten Züge, dann ersetzen wir die mal auch zu der am besten mit den Wagen hier, wo 18 Personen reinpassen. 5 Stück, sagen wir 6. Kostet mich 10 Millionen pro Zug. Oh, machen wir. So. Dann passen jetzt auch 108 Leute rein. Ich denke, die werden trotzdem immer voll sein. Und ich habe neue Straßenbahnen. Aber ich finde die viel schöner, deswegen lasse ich die da. Und der hat jetzt 6 Leute drin. Ja, hier wollen noch nicht so viele mitfahren. Das kommt noch. So, dazu würde ich auch mal den Zug hier ein bisschen vergrößern. Weil die LKWs hier warten die ganze Zeit. Außerdem ist der ja schon ziemlich alt. Dann nehme ich hier die Lok. Und dann den Güterwagen.
So, 136 Platz müsste passen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Auslastung geschaut. Leistungsbewertung ist mittelmäßig. Ja. Hoch ist nur nicht genug Leistung. Okay, das könnte schwierig werden. Naja, wird schon. Dann fährt er jetzt hier ab. Durch die Kurven hier durch. Durch die Bögen, tut mir leid, durch die Bögen. Kurven gibt es bei der Bahn nicht. 136, das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt braucht er aber auch ein bisschen, um hochzukommen. Dann gibt es schon neue Bahnübergänge. Ja, aber die brauche ich beide nicht. Achso, das sind jetzt die. Ja, okay, sieht ein bisschen ländlicher aus. Die russischen. Ah, die lasse ich erstmal. Ich habe jetzt ein paar neue Mods mit drin. Und zwar unter anderem müsste hierbei sein die Signale der Deutschen Bahn. Das finde ich sehr gut. Weil die kann bestimmt gut unterbringen. Dazu müssten es noch irgendwo Stellwerke müsste es geben. Die finde ich jetzt gerade selber nicht. Gibt es die als Wegpunkte? Nee. Ah, hier gibt es auch noch die, okay. Ah, wir haben einen Bus freigeschaltet, das ist doch schön. Okay, ich muss mir noch mal ein bisschen gucken, dass ich die finde. Bahnübergänge. Okay. Achso, zum schönen Bauen wahrscheinlich, dann kann man hier... Ja, okay. Braucht man nicht unbedingt. Dann gibt es hier Vorsignaltafeln und alles Mögliche. Das finde ich gut. Weil mit denen kann man gut arbeiten. Zum Beispiel kann ich hier jetzt ein bisschen Schönheit machen. Und dann mache ich ab hier 40. Genau die Ecke treffen, wo der auch platziert ist. So. Und dann hier nochmal. Hier ist jetzt die Weichenverbindung, deshalb konnte ich das nicht direkt dran platzieren. Und für die andere Richtung mache ich 60. Sieht doch schon ein bisschen besser aus vom Aussehen. Hier ist dann 80, hier muss ich irgendwann mal, ich werde jetzt erstmal nur bei denen hier 80 hinstellen, weil die äußeren Schienen werden ja weitaus mehr, wenn ich die Beton erstmal habe. Nee, das wollte ich, und zwar auf 60. Die Vorteile, die davor kommen, die muss ich dann auch noch machen.
Ah, die 60 kann ich hier schon mal hinsetzen. Und die meine ich, dass man jetzt zum Beispiel hier ist 40 hier hinten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Meter das Abstand haben muss. Aber ich schätze einfach mal, dass es hier irgendwo ist. Dann mache ich erstmal rechts vom Signal. Und hier mache ich es genauso. Das Signal steht falsch, nein. Das lebt es doch noch ein bisschen mehr auf. Hier müssten hier noch Magneten sein. Aber naja, so pingelig wollen wir mal nicht sein. Und hier liegt jetzt ganz viel Brot. Das hab ich mir schon gedacht, jetzt kommen die wahrscheinlich mit dem Abtransport nicht hinterher. Habe ich hier eigentlich schon neue? Nee. Muss ich noch warten. Und die Fabrik hat sich upgraded, perfekt. So, jetzt muss ich da noch ein paar Fahrzeuge draufsetzen. Und zwar auf die noch drei weitere machen wir mal. Und zwar die Linie. Hier unten muss natürlich jetzt auch noch was hin. Das kommt da nicht ran. Aber wird schon passen. Aber funktioniert auch gut. 60. 60 haben wir schon drin. Nur der Abtransport könnte halt ein bisschen besser laufen. Schneller. Jetzt teilen sich die LKWs schon gut auf. Und ein bisschen Brot wird ja direkt weitergegeben, also. Obwohl, die hat keine Verbindung zu den da drüben. Ach nee, das wird ja mal nicht angezeigt. Aber trotzdem kann ich ja hier vorsichtshalber mal einen Überweg machen. Oder eine Unterführung. Ich glaube, ich werde hier eine Unterführung machen. Und zwar probieren, möglichst ohne ein Gebäude zu beschädigen. Aber hier muss ich beide wegmachen. So, und jetzt kommen die theoretisch auch da unten ran. Hoffentlich funktioniert's. Und der hier produziert fröhlich weiter. Und hier müsste ich auch langsam mal... hier müsste ich auf jeden Fall mal einen größeren Zug. Welcher ist denn das? Der dunkelblaue Baumaterial, ja. Hier muss auf jeden Fall ein größerer Zug hin. So. Und weitere LKWs. Weil hier ist auch, fühlt sich's auch langsam. Oh, der ist auch schon fast auf der letzten Stufe. Wow. Das hätte ich nicht erwartet.
dass das so schnell geht. Und hier wollen hoffentlich jetzt auch ein paar hin. 26 Leute, ja, geht. Also die meisten wollen hier in das Randgebiet von Wülfrath. Ich würde dann auch irgendwann einen Hafen hinbauen. Könnte ich hier einen Bahnhof machen und dahinter gleich den Hafen, dann hat man einen guten Umsteigepunkt. Dann würde ich, glaube ich, jetzt erstmal das Gleis mit Hammelburg verbinden und danach mit Bad Wünnenberg. Und zwar mit... Ah, wir sind mal schnell unterwegs mit 160. Mal schauen, wie das neue Bonusdach aussieht. Oh, das sieht cool aus. Würde ich glatt drin lassen. Ja, das sieht natürlich cool aus. Auch richtig offen und da drüben dann zu. Ich glaube, das lasse ich so. Dann werde ich hier jetzt erstmal ein kleines Gebäude hinpacken. Das passt natürlich genau wieder um eins nicht. Ach so, hier kann ich mal die 40 Gleise nehmen. 40 km/h, weil es wird ein kleiner Kopfbahnhof für die Nebenstrecken und da braucht es ja nicht so lang sein. So, braucht es ja nicht so schnell sein, meine ich. Dann werde ich, glaube ich, hier noch zwei Gleise, noch ein Gleis hinmachen. Und noch einen Bahnsteig, damit wir erstens das Dach vollenden, zweitens hier noch ein Bahnhofsgebäude ran kann. Da muss man ein bisschen Terrain noch anformen, damit man hier einen guten Hafen hinbekommt.
So. So. So, den Hafen. Der muss ja jetzt theoretisch runter. Dann mache ich gleich einen großen. Mit zweien hin. Okay, ich mache erstmal einen kleinen mit einem hin. Weil das wird sonst ein bisschen zu groß. Und dann muss ich hier jetzt eine Straße hinsetzen, die hier hochgeht. Mache erstmal hier eine hin. Die geht dann hier hoch. Schließt die hier an. Da werde ich noch kurz ein bisschen Terrain anpassen. Kann ich sowieso hier mal in der Gegend machen. So, dann kann ich hier rein. Natürlich, das passt mal wieder nicht. Werde ich, glaube ich, das Bahnhofsgebäude doch wegnehmen. Und die Straße auch erstmal, damit ich in Ruhe auf der Höhe arbeiten kann. Na, oder mache ich so? Das mache ich dann direkt daneben. Na, es geht ran. Und dann werde ich das hier rausnehmen und da einfügen. Ja, das passt doch. Kann ich die Straße wegnehmen. Und die hier einfügen. Werde ich hier direkt daneben mal hingehen und dann... So, das passt doch. Kann man von dem Haus, von dem Bahnhof kommt man dahin. Ja, okay, muss man halt. Na, bis dahin sollte es eigentlich noch gehen. Das ist jetzt eher schlecht. Dann kommt man nur vom Bahnhof aus hin. Dann ist es halt so. Weil vom Bahnhof kann man ja auch darauf zugreifen, also geht's doch. So, dann kann ich es, glaube ich, anschließen. Hier außen, die Gleise hier außen, die werden... Jetzt habe ich die falsche Seite. Okay, ich glaube, ich werde sie hier rumführen. Das wird, werden diese Gleise auch sein und dann werde ich sie hier rumführen und dann Richtung Berg. Dann werde ich erstmal die Gleise hier benutzen. Thank you.
werde mal probieren, dass ich, ich mag das nicht, wenn es so vorgeschrieben ist. Hier sind zum Beispiel nur 80 Einwohner. Das ist natürlich sehr wenig. Ich mag das nicht, wenn es so vorgeschrieben ist, welche die größeren Städte sein sollen. Hier zum Beispiel 140, das würde ich eigentlich andersrum viel besser finden. Ich werde es wahrscheinlich noch bis zur nächsten Folge im Editor bearbeiten. Ist wieder zwar ein bisschen Cheating, aber ich finde es einfach besser, wenn man es nicht so vorgeschrieben wird, wo man bauen soll. Ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Hier werde ich dann irgendwann es weiterbauen Richtung Dame Mark und ja. Und hier irgendwie noch eine Brücke rüber machen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Denke auch, ich werde die Ausgangsseite hier nehmen. Und nicht die Seite. Die Seite werde ich einfach nur reinführen. Und die anderen beiden Gleise weiß ich nicht, wohin ich die führe. Werden wahrscheinlich einfach nicht weitergeführt. Ja, dann kann man kurz nach Provo fahren. Wo ist ein Zug? Da ist ein Zug. Werden jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute mitfahren wollen, aber das wird sich mit Bussen doch wieder ändern. Und irgendwas ist hier los. Was ist hier los? Oh, ich habe die Brücke vergessen. Ich habe die Brücke vergessen. So. Und jetzt können wir mitfahren. Müsst mal sagen, ob ihr das lieber mögt, du, neue Straßenbahn, noch welche. Ob ihr das lieber mögt, ob ich jetzt in der Innenperspektive bin, sprich diese Perspektive. Gut. Nicht die. Cool, hier kann man sogar reingehen. Mensch, die unterhalten sich. Ich kann auch Fahrgastperspektive machen, wenn es die gibt. Oder ob ich... Okay, ich komme hier gerade nicht in die Lokperspektive, naja. Also ob ich die Innenperspektive oder die Außenperspektive... Ich mag ja die Außenperspektive persönlich lieber. Weil ich finde, dass man da viel besser den Zug sehen kann und den möchte ich ja gerade sehen. Aber sagt mal, was ihr davon haltet. Ob ich lieber die Innenperspektive machen soll oder lieber die Außenperspektive wie hier. Gleich mal aus. Ich werde Fahrzeug austauschen jetzt auch, glaube ich, offscreen oftmals machen, weil es ist ja nicht wirklich spannend. Und dann kann ich gleich die alten Fahrzeuge mit neuen ersetzen. Ja, ich habe es verstanden. So ganz außen fahren wir noch nicht, aber hier hin wenigstens. 84 Leute sind immer noch drin. So, was ist denn hier schlecht? Okay, die ganzen LKWs und Busse. Ja, die tausche ich mal schnell aus. So. Das wäre doch aber sehr langweilig, wenn ich das immer wieder machen müsste und das in den Videos. Naja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal werde ich wahrscheinlich probieren, die Nebenstrecke hier fertig zu bauen. Und die hier eventuell anzuschließen, beziehungsweise die hier weiterzuführen und die dann daran anzuschließen. Oder hier zwei einen Bahnhof machen mit einer Dieselabteil, also einem Abteil in Anführungszeichen und einem, einem elektrifizierten Teil. Mal schauen, wie ich das gerne haben möchte. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass wir den Bahnhof hier fertig gemacht haben. Und tschüss.